Freunde, ich bin wieder zurück in Australien. Ich war die letzten 2 Wochen mit Paula unterwegs. Wir waren auf Tulustu. Das ist eine kleine Local Island in den Malediven. Auf jeden Fall hat Paula dort ihren ersten eigenen Girls Surftrip organisiert und dabei durfte ich sie vor Ort unterstützen. Und wir hatten echt eine mega geile Zeit. Und auch wenn die Malediven das Paradies auf Erden sind, bin ich sehr froh, wieder zurück zu sein. Falls ihr den letzten Vlog geschaut habt, dann wisst ihr, Australien hat wirklich mein Herz gestohlen und es hat es mir so angetan. Und ja, ich stehe gerade hier auf meinem Balkon, während es regnet. Ich muss ehrlich sagen, Regen ist genau das, was ich gerade gebraucht habe. Ich liebe es einfach so sehr, dass Regen alles entschleunigt. Und gerade nach so einer intensiven Zeit tut es einfach so gut, dass man nicht das Bedürfnis hat, irgendwie jetzt wieder rauszugehen, das schöne Wetter zu genießen dann. Einfach mal chillen kann und ja, so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und ich zeige euch jetzt mal kurz meine neue Unterkunft für die nächste Woche. Ja, hier ist der Balkon. Auf jeden Fall, ja, ist sie gar nicht neu tatsächlich, sondern das ist dieselbe Wohnung, in der ich auch war, als ich angekommen bin hier. Also ganz am Anfang, falls ihr euch erinnert. Genau, es ist allerdings ein anderes Zimmer hier. Genau, weil das andere schon vermietet war, habe ich das hier bekommen, was ehrlich zu sein viel cooler ist und genauso viel kostet, weil hier habe ich so mein eigenes Bad und ja, es ist ein bisschen größer. Und es gibt auch richtig gute Neuigkeiten. Hoffentlich wird das hier meine letzte Unterkunft sein in Australien, fürs Erste zumindest. Ja, weil ich habe ein Auto gefunden, beziehungsweise kein Auto, sondern ein Troupie. Für alle, die die nicht kennen, googelt einfach mal Toyota Land Cruiser, diese typischen australischen Offroad-Autos. Und der ist tatsächlich auch schon komplett ausgebaut. Also ich muss eigentlich nur meine 7 Sachen reinschmeißen und kann direkt losfahren. Super viele verkaufen und verkaufen diese Art von Autos hier. Und ja, ich habe jetzt einen gefunden, den ich mir eventuell heute, wahrscheinlich eher morgen, anschauen gehe. Und ja, ich nehme euch natürlich mit. Ja, ich hoffe so sehr, dass da jetzt nichts irgendwie Blödes dran ist, weshalb ich ihn nicht kaufen kann. Wenn wirklich nichts dran ist, dann ist es einfach das perfekte Auto und wirklich so mein Traum. Oh. Good morning, es ist ein neuer Tag. Ich habe mir gerade richtig geilen Porridge zum Frühstück gemacht und bin so voll jetzt. Ja, und heute ist der Tag, an dem ich mir finally meinen Troupie anschauen gehe, beziehungsweise den ersten. Ich bin gespannt, ob es der erste direkt wird. Ja, und ich nehme euch mit. Ich wollte eigentlich hinskaten, weil es ist wieder richtig schönes Wetter, die Sonne scheint. Allerdings habe ich keine Zeit mehr. Deswegen muss ich mir jetzt einen Uber bestellen. Good morning. Ah, okay. Ah, schaut mal. Hier ist einer von diesen schönen blauen Schmetterlingen. Hello. Also kurz zum Troupie. Der war auf jeden Fall richtig geil. Allerdings schaue ich mir die nächsten Tage auch noch ein paar andere an und dann entscheide ich mich. Ja, es gibt echt so viele von denen hier auf dem Markt. Das ist so verrückt. Und jetzt sind wir schon bei The Pass. Die Jungs haben mich abgeholt und gehen wir surfen. Ja, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und es ist ausnahmsweise mal nicht mega, mega crowded. Ist ein bisschen größer, das nimmt immer ein bisschen die Crowd aus. Also let's go. Ich höre schon, Philipp hat seine GoPro dabei. Vielleicht kriegen wir ein paar coole Follow-Cam-Shots. Let's see. How are you doing in English? Huh? Your blog is in English? No, it's not. Hi everyone. I'm talking. Ich bin Philipp. I'm talking German. Hallo, hallo, ich bin Philipp. Ich bin der Nico und ich bin. Ich bin Spanier. Ich bin Spanisch und ich lerne gerade ein bisschen Deutsch, aber. Er spricht fließend Deutsch. I don't get you guys. Stop talking shit. Yeah. No battery for real? Oh, Philipp. But I don't get it because this one was at 33%. Wir sind wieder zurück vom Surfen. Philipps GoPro war leider nicht geladen, deswegen konnten wir keine Aufnahmen machen. Aber es war eh nicht so gut. Es ist einfach viel zu crowded hier. Es sind einfach auch viel zu viele gute Surfer. Es ist so schwierig, eine leere, gute Welle zu finden. Aber einer hat mir einfach eine richtig geile Welle geschenkt. So, der saß so im perfekten Spot, dreht sich um und war so go. Und ich so, ja, das war meine Chance. Also ich hatte eine richtig, richtig gute Welle. Und dann war ich so, okay, das reicht mir. Und wie schön sehen unsere Boards zusammen aus. Wir gehen jetzt was essen wahrscheinlich. Gerade wo wir wieder gelandet sind. Eigentlich war es gut, dass wir in den Surfshop gegangen sind, weil ich brauchte ein neues Sink. Mal schauen, was das so kann. Ich glaube, das soll richtig gut sein. Und jetzt laufen wir in der Stadt rum und suchen was zu essen. Die Jungs haben sich Pasta geholt. Ich wollte irgendwie was Gesundes haben. Good job,
So, wieder zurück zu Hause vom Surfen. Ich springe jetzt schnell unter die Dusche und ich glaube, dann mache ich erstmal ein Lab. Ich bin richtig fertig. Ja, und dann steht den restlichen Tag eigentlich nur noch Arbeiten an, also nichts Spannendes mehr. Morgen früh schaue ich mir noch einen Troopy an, der richtig, richtig gut ist. Boah, Leute, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es dieser wird. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich bin gerade bei The Pass, Leute. Ich habe die Kamera dabei und wollte von Paula und Pascal ein paar Aufnahmen machen. Ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht im Line-Up, weil es ist echt super hektisch und dann wisst ihr auch, was ich meine mit. Es ist so schwer, hier eine Welle zu kriegen. Das Level hier ist auch einfach so anders. Hier surft halt einfach jeder gut. Oh, ich wünschte, ich wäre hier aufgewachsen mit solchen Wellen. Es ist ein neuer Tag. Ich bin schon wieder spät dran. Mein Uber kommt in 3 Minuten, glaube ich, und bringt mich dann zu Paula und Pascal. Und da treffen wir uns dann mit einem Verkäufer, beziehungsweise ist, glaube ich, ein Couple, die auch ihren Troopy verkaufen. Und der sieht so gut aus, Leute. Oh mein Gott, ich hoffe so sehr, dass es dieser wird, weil der ist optisch einfach ein Traum. Und ja, ich nehme euch mit und muss jetzt schauen, wo mein Uber ist. Ciao, willkommen! Schaut mal, wie schön sind bitte diese Blumen. Oh mein Gott, diese Farben. Ich gucke hier wirklich immer so aus dem Fenster. Weil einfach Natur hier, Leute, ist so schön. Also die Leute mit dem Troopy sind wieder weg und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist er, Leute. Ich bin auch gefahren. Das war so cool. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Mechaniker drüber gucken lassen. Das sollte man immer machen, wenn man ein Auto kauft, gerade bei alten Autos. Oh. Wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wir waren eine Runde im See schwimmen. Den kennt ihr ja schon von mir. Ja, ich habe mein Handy mal nicht mitgenommen, sondern einfach genossen. Und jetzt gehen wir zu Pilates. And she crashed 3 times in a week. Okay. I'm not sure about this situation here. That's let me quickly check it and then Sophia should probably drive. Wir haben Pascal jetzt am Strand rausgeschmissen, er wollte jetzt eigentlich surfen gehen. Und die Girls gehen jetzt zum Pilates und Polly fährt uns. They see me rolling, they hate it. But I drove like 10 times. Well, vielleicht fahr doch ich lieber. You're done, Sophia, get in, drive. Ich bin noch nie links gefahren. Es ist so verwirrend, weil alles ist auf der anderen Seite. Als ich mich anschnallen wollte, war ich erstmal so. Das war ein Anschnaller. Auch der Blinker. Ich habe den Scheibenwischer erstmal angemacht. Und hier ausgekriegt. Okay, left? See, left. Okay, ah, shit. Girl, it's not raining. Anschnaller. Got it. We're rolling. More or less, with some time. Ich bin wieder all German unterwegs. Wir kaufen nach dem Pilates jetzt noch ein paar Snacks ein, weil wir morgen früh zu einem Wasserfall fahren. Und dafür braucht man natürlich Snacks.
wie dieser hier. Ich glaube, das ist die coolste Hafermilch, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist auch so typisch Aussie irgendwie. Ich glaube, die nehme ich mit. Good morning. Ich stehe gerade in der Küche und mache mir Porridge. Und ja, ich bin Sportklamotten. Ich habe heute Morgen schon richtig fleißigen Homeworkout gemacht und wir haben richtig schönes Wetter. So, ich packe jetzt ein paar Snacks zusammen. Ich habe gestern schon gesagt, wir machen heute einen coolen Ausflug zu einem Wasserfall. Ja, das Wetter ist echt perfekt dafür, deswegen würde ich sagen, let's go. Shit, die sind schon da. Okay Leute, ich glaube, das ist wirklich mit einer der schönsten Orte, an denen ich jemals war. Ich komme gar nicht klar. Es ist so cool, egal wo man hinschaut. Es ist einfach so viel zu sehen. Allein dieser Baum hier, wie cool ist das bitte? Man kann hier auch richtig geil über die Baumstämme balancieren. Ich hoffe, dass ich mich nicht aufs Maul lege. Ich melde mich vom Strand. Die Jungs sind gerade surfen und ich versuche in der Zeit hier, während ich mich sonne, ein bisschen was abzuarbeiten. Und ich wollte mal was zu gestern sagen. Dieser Wasserfall, bei dem wir waren, der war ja wirklich so unfassbar schön. Generell dieser Ort war so magisch. Das war echt noch so ein fast unberührtes Fleckchen Natur. Es waren super wenig andere Leute da. Und genau, ich wollte noch mal was dazu sagen, weil ganz viele fragen mich immer, wenn ich an solchen Orten bin, wo genau dieser Ort ist. Und ich bin immer nicht so ein Fan davon, solche Standorte zu teilen. Oder auch, ich mag das auch nicht, wenn andere mit viel Reichweite das machen. Weil, ja, es führt halt einfach dazu, dass solche Orte dann eben teilweise auch zerstört werden von zu viel Tourismus. Und sowas tut mir halt immer am Herzen weh. Und ja, da möchte ich auf gar keinen Fall zu beitragen und ich gebe mir größte Mühe, irgendwie nachhaltig zu reisen und das gehört halt eben auch dazu. Und ich selber stecke auch teilweise super viel Recherche in solche Orte, um solche Orte überhaupt zu finden. Und ja, deswegen markiere ich meistens immer nur den Ort, also den groben Ort. Genau, und wenn man dann solche Orte finden will, dann kann man die Recherche genau so machen, wie ich sie gemacht habe. Und für mich persönlich gehört zum Reisen und zum Exploren und Entdecken und zu diesen Abenteuern eben diese Recherche halt auch dazu. Oder auch einfach, dass man mal losgeht und schöne Orte zufällig findet. Genau. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das und wisst, was ich meine. Es ist nicht so, dass ich es euch nicht gönne, irgendwie diese Orte zu sehen, sondern ja, es ist einfach so dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der bei mir da im Hinterkopf ist. Und genau, es gibt halt leider eben auch super viele Leute, die ihren Scheiß nicht mitnehmen, die Müll überall rumliegen lassen und so. Aber ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben kann, um eben schöne Orte zu finden, ist Google Maps einfach bei Satellit ja, die Umgebung anschauen und dann einfach mal hinwandern und sich die Umgebung anschauen. Und meistens ja, findet man so echt coole Orte. Breakfast with the boys. Oh mein Gott, sieht so gut aus. Das ist übrigens eins der besten veganen Restaurants hier. Ich verlinke euch das mal. Wir hatten gerade richtig geiles Frühstück und danach bin ich umgezogen. Ich habe jetzt wirklich mein letztes Airbnb, bis ich mein Auto einziehe. Ich habe die letzten Tage übrigens noch ein paar weitere Autos angeschaut und ich habe jetzt einen gefunden. Ich habe leider vergessen zu filmen, aber ja, sobald ich es dann habe, werdet ihr es sehen. Und Leute, das ist so geil. Das ist einfach perfekt. Wirklich, ich war so, ja, das ist er. Und ja, mein neues Airbnb-Zimmer ist auf jeden Fall auch klein, aber fein. Ja, Roomtour Ende. Ist aber echt schön hier. Es ist auch in Suffolk. Und das Coolste an meinem Airbnb ist, hier ist das Haus und der Strand ist wirklich hier die Straße runter. Also man sieht ihn da quasi schon am Ende. Let's go get some groceries.
sind hier eigentlich auch bitte die Straßennamen oder auch die Ortsnamen? Einfach Oceanside. What the hell? Das ist der coolste Straßenname, den ich in meinem Leben je gehört habe. Auch so ein richtiges Ossi-Ding. Ist einfach überall barfuß rumlaufen. Ich schwöre, die laufen überall barfuß rum. Auch alle im Supermarkt. Look who I found again. Schaut, wen ich beim Einkaufen gefunden habe. Zufällig haben wir uns getroffen. Ja, und wir gehen jetzt alle surfen. Eigentlich wollten wir heute Nachmittag surfen gehen. Aber Wellen sehen gut aus, deswegen gehen wir jetzt schon. Und ich bin mal gespannt, wie wir alle in dieses Auto passen, weil... Ja. So, ich habe schnell mein Board abgeholt. Let's go! You want some? No, thanks. Ich bin gerade aus dem Wasser gekommen, es war auf jeden Fall nicht so gut. Es ist relativ groß und messy und mellow und dann kommt man einfach mit einem Shortboard nicht in die Welle rein. Leute, ich muss wirklich anfangen zu longboarden, glaube ich. Für Longboard ist es richtig, aber es ist ein bisschen choppy, aber ja, ansonsten ist es für Longboard auf jeden Fall richtig geil, glaube ich. Generell, hier gibt es so viele gute Longboardwellen. Wow. Daniel kommt auch wieder zurück. Ja, ich glaube, er hatte auch nicht ganz so viel Spaß, wie man an seinem Gang vielleicht erkennen kann. Good morning, wir sind heute richtig früh aufgestanden, um kurz vor 6 irgendwann. Ja, weil wir heute zu einer richtig coolen Location gefahren sind. Wir sind noch nicht ganz angekommen. Wir haben vorher jetzt noch Halt in so einem richtig süßen kleinen Café gemacht hier. Richtig süß, so mitten in den Bäumen. Little Spanish family. I love it. He's so cute. He's enjoying his life. Wow. Das Wasser ist so klar hier. Mega schön. Wie cute sind diese Häuser hier direkt im Wasser. Und da hinten sind das Pelikane? Schon, oder? Die sehen ja krass aus. Hello, guys. Wie der einfach vorne auf der Nose steht, so perfekt ausbalanciert. Ah! A butterfly! Ha! Where? Wir sind jetzt zurück in Byron und versuchen jetzt wieder per Anhalter in die Stadt zu kommen. Mal schauen, wie lange wir hier dumm an der Straße rumstehen. Wir haben es in die Stadt geschafft und eigentlich wollte ich nur wegen diesem Top zurückkommen, weil ich habe das letzte Mal nicht mitgenommen, aber es ist so cool und es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Well, maybe a little bit too big. Irgendwie mag ich Männerhosen letzter Zeit lieber, aber die ist leider mal zu groß. Das ist einfach ein Papagei. Wie schön bunt der ist. Ich kann nicht da... Oh, hier ist noch einer. Wir sind so kaputt vom Surfen und wir wollten heute Abend eher auf eine Party gehen, deswegen dachten wir uns so, today's the day. Good morning, wir sind gerade unterwegs, ja, haben uns Frühstück geholt und das Wetter heute lässt zu wünschen übrig. Es ist den ganzen Tag regnerisch, aber solche Tage gibt es eben auch mal hier. The Barefoot Club, Passion Fruits to go. This one day is gonna be mine. Wir hatten eine wundervolle Idee, was wir heute mit dem regnerischen Tag anstellen können. Und zwar gehen wir jetzt zum Friseur. Paula hat Lust auf eine Veränderung. Ich will ihre Haare kurz schneiden. Ich muss unbedingt meine Spitzen schneiden. Hello. You excited? Like this? Oh mein Gott. So süß. Beide anders. Ich bin all straight und Pauli short. Was ein Zufall, dass neben dem Friseur unser Lieblings-Sushi-Laden ist. Let's get some sushi. Look at me. Ah, I love it. You do. Huh? Times, yeah, I love it. It's so cute. Können wir bitte alle mal in die Kommentare schreiben, wie süß es ist? Oh, yes. Ich habe Teriyaki Tofu,
teriyaki salmon. I like it. I look like a boy from the 2000s. Yo. Okay, Party Outfit Check. Wir sehen irgendwie nicht nach Party aus. Matching! Eigentlich wollten wir einen Rock anziehen und so ein bisschen mehr girly. Und dann waren wir so, warte, wir müssen hitchhiken. Und dann war ich so, nicht, dass wir noch gekidnappt werden. Und dann meinte ich zu Paula, wir müssen was anziehen, was aussieht wie ein Sack Kartoffeln. Und es gibt das gleich einfach in Spanisch. Bolsa de papas. Jetzt sehen wir aus wie Kartoffelsäcke und werden hoffentlich nicht gekidnappt. Favorite Detail von meinem Outfit sind definitiv die Socken. Ich liebe die so sehr. Die sind einfach so oldschool. Wait, oh. Moonwalk. Es ist so rutschig. Good morning. Es ist 1:15. Wir sind gerade eben erst aufgestanden und auf dem Weg zum Strand. Und ich bin auf jeden Fall richtig ready für einen Beach-Nap jetzt. Ich bin so müde. Ich weiß gar nicht warum. Also eigentlich bin ich ja nie hungover, weil ich ja wirklich fast gar nichts trinke. Also immer nur so ein, zwei Bier. Aber ja, wir waren einfach so lange wach. Wir waren richtig spät erst zu Hause. Deswegen, ja. Aber wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß. Wir sind wieder auf dem Rückweg vom Strand und holen uns jetzt einen Kaffee in der Bakery, bevor die zumacht. Leute, das hier ist, by the way, das beste Popcorn, was ich in meinem Leben je gegessen habe. Das ist so ganz leicht süß und salzig. Es ist so lecker. Oh mein Gott. Just Australia Things. Sie meinte zu mir, ich soll hier immer checken, ob hier Schlangen sind, bevor wir uns hier hinsetzen. Alright. Guten. Ach, ich liebe diesen Garten. So schön. Morgen, Freunde. Ja, heute steht ein richtig cooler Tag an. Sam holt Paula und mich gleich ab. Dann gehen wir surfen. Sam hat uns abgeholt und jetzt gehen wir surfen. Aber vorher müssen wir noch rausfinden, wie wir die Boards auf diesem Auto anbringen. Ja, mein Board ist nicht das Problem, aber Paula ist vielleicht. Das ist der Struggle mit Longboards, Leute. Aber we're gonna make it somehow. Eventually. Oh man. Paula war gerade schon Wellenchecken und meinte, es sieht richtig gut aus. Ich bin gerade aus dem Wasser gekommen, Leute. Oh mein Gott, es war so gut. Es war definitiv die beste Session, die ich je bei The Pass hatte. Weil die Crowd heute einfach richtig klar ging. Es waren echt nicht so viele Leute im Wasser. Und ich war wirklich die letzten zwei Tage einfach so in meinen Gedanken bei dieser Autokaufaktion, weil es ist wirklich total anstrengend. Die Frau, die mir das Auto verkauft, die ist so anstrengend, ohne Witz. Ja, deswegen war ich irgendwie so ein bisschen, also nicht schlecht gelaunt. Ich habe mir voll viele Gedanken gemacht und surfen. Es fixt einfach alles wieder. Wirklich, Leute, egal was für Struggles man im Leben hat, wenn man eine gute Welle hat, alles wieder okay. Girls were dominating today. Let's go get some food. Should get one. It's wow. So good. Let's go, right. Paula ist so eine Macherin. Sie sucht die ganze Zeit nach einem Auto hier und tatsächlich eigentlich genau nach dem Modell. Und jetzt lässt sie einfach so eine Note da, dass sie das Auto kaufen möchte. Sophia's driving the big boy car. She's doing good, but I don't want to speak too soon because I am nervous. I'm a good driver. Hi. Oh mein Gott, Leute, Sam hat uns zu der Ranch gebracht, wo er hier wohnt. Das ist wirklich so mitten auf dem Land. Da oben ist ein Pool. Das sieht so cool aus und die haben auch Pferde da unten. Ich sag ja, einfach diese Kombination aus Country Life und Beach Life hier ist so geil. Es ist einfach mein Traum. Ich kann mir richtig gut vorstellen, irgendwann hier mal so richtig mitten im Nirgendwo zu wohnen und dann einfach so 15 Minuten morgens zum Surf zu fahren. Wir fahren zu den Pferden. Wir fahren zu den Haaren.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich Pferde vermisse, Leute. Ich vermisse meinen Louis so. Übrigens, weil einige nach Louis fragen, dem geht's gut zu Hause. Mama kümmert sich um ihn, weil der steht ja mit Mamas Pferd zusammen und sie ist eh jeden Tag im Stall. Ja, aber ich vermisse ihn trotzdem sehr doll. Anyways, let's go see the horses. Pulling out of that KOA on the road in our Chevrolet. Turn right at the Texaco, then anywhere we wanna go. I know I'm gonna get there next to you. And baby, I know wherever we go, got the wind at the backs and the sun coming through our windows. Burning down the tread on four wheels. High on life and loving you, we can do whatever we want to. Finally as free as we feel. And I'll go down this road if you steer. Bye bye horses. Thanks for everything. Fühlt sich ein bisschen an wie Sommer in Deutschland, wenn wir zu den Pferden gehen. Allerdings, hier muss man beachten, dass hier auch Schlangen im hohen Gras sind. Ich sag's euch, das ist alles, was ich je wollte. Diese Kühe im Hintergrund. Okay, Leute, Paula fährt den Jeep jetzt zurück. Ich weiß nicht sogar, was ich davon halten soll, hier hinten auf der Landfläche. Also, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, als Paula das letzte Mal gefahren ist, dann wisst ihr, warum ich ein bisschen besorgt bin. Help! I'm alive! Hey! Nice! Falls ihr euch fragt, wo wir hier sind, Sun Ranch. Wie cool ist dieser Name? Hello, Ducks. How are you? Oh, wie cute. Wir sind auf dem Weg zum Pool da oben. Ey, wie cool ist dieses Grundstück? Ich komme nicht klar. Yours. Sophia, the legs are straight. Okay, I think Paula won. I'm drowning. You literally bellied. Okay, Rose. It looks so professional. Oh, wow. That. To everyone, Paula dropped it on one really bad. Excuse me? Now we're talking about the surf session. That's a lie. It's not. I want more margaritas. Take me out, I want to see. Beat me the light space, shadow me. Good morning! Ich bin gerade aufgewacht. Sorry übrigens, dass ich so lazy bin, momentan mit der Kamera zu filmen. Irgendwie habe ich die nie dabei. Aber das wird sich ändern, wenn meine Vanlife Offroad Troopy. Vanlife klingt irgendwie falsch, das ist hier kein Van. Troopy Life. ja, wenn dieses Leben beginnt. Dann wird auf jeden Fall High Quality Nature mit der Kamera gefilmt. Auf jeden Fall steht heute laut Sam der beste Tag meines Lebens an. Ich glaube, es wird ein richtig cooler Tag. Wir wollen heute ein paar coole Sachen machen. Und wahrscheinlich wird es dann auch der letzte Tag, den ich hier vlogge, weil ich habe das Gefühl, dieser Vlog geht schon wieder ziemlich lang. Ich habe mir zum Frühstück natürlich wieder Porridge gezaubert. Heute ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Und was ich richtig geil finde, ist, dass es hier so viele lokale Produkte gibt. Schaut mal, der Garten von meinem Airbnb ist so cool. Der chillt einfach immer da auf diesem Baumstumpf. Und was mir auch aufgefallen ist, sie hat einfach ihre eigenen Bananen im Garten. Wie cool ist das denn? In der Küche liegt nämlich auch so ein Bananenstrauch. Let's go get some coffee. Wir sehen aus, als wären wir gerade erst aus dem Bett gefallen. Sind wir allerdings auch.
Paula checkt ihre Maracujas aus. Tatsächlich bei uns zu Hause ist genau das gleiche, nur mit Kürbissen. Unsere Kürbisse wachsen auch über die Hecke und jedes Jahr im Herbst klauen Leute auch die Kürbisse bei uns. Mit unseren Matchy Tops. Something that mag ich schon. Ja. No one's gonna notice. Ich habe gestern übrigens den Jeep von Sam nach Hause gefahren, weil ich die einzige Nüchterne war, mal wieder, wie immer. Und jetzt sammle ich alle wieder ein. We are we united. Wir sind zu so einer Rope Swing gefahren heute. Und Sam zeigt uns jetzt mal, wie das geht hier. Oh. Alright. Now it's your turn, Rose. Ready? Okay, ich glaube, mir hat nur Commitment gefehlt. Backflip, Versuch Nummer 2. The current looks really strong. Thank you. Wir haben kurzen Stopp beim Sushi Train eingelegt. Let's go surfing. Alle mit ihren Longboards. Ja, wie schon gesagt, ich brauche auch ein Longboard, Leute. Let's go. Zurück zu Hause. Oh Leute, ich bin so müde. Und ich muss jetzt noch Stories hochladen. Wow, das dauert jetzt bestimmt noch 3-4 Stunden, bis ich schlafen kann. Ja, auf jeden Fall war es ein wundervoller letzter Tag für den Vlog hier. Ja, wir hatten echt richtig viel Spaß. Wir hatten noch Pizza am Strand nach dem Surfen mit einem richtig schönen Sonnenuntergang. Und ja, ich hoffe, euch hat der zweite Vlog hier gefallen. Ich freue mich richtig doll auf den nächsten. Ich hoffe ja auch, wenn ich dann mein Auto abholen gehe. Ich dachte, ich kann es euch in diesem Vlog schon zeigen, aber ja, ich hole es dann hoffentlich die Tage ab und dann starte ich damit meinen neuen Vlog. Und ich würde mich wieder wie letztes Mal sehr über Feedback in den Kommentaren freuen und lasst auch super gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.